of words to come. Moin Moin, da sind wir wieder. Wir sind immer noch im Auftrag von Gin unterwegs und haben die Lizenz zum Looten. Hauptsächlich, um endlich mal die Arbeitsstation Bücher zusammenzukriegen für die Chemiestation. Ja, habe ich zwar noch so meine Zweifel, dass wir das so schnell schaffen, aber wir probieren es zumindest. Renn hier. Ja gut, ich wollte gerade wieder sagen, raus hier, aber ach, nicht bei zwei. Tom, dein Kopf tanzt Samba. So, ist hier irgendwas in den Winden? Das sah gerade so aus, ne? Sehr schäbige Wände hier, aber sehr, sehr schäbig. Gut, den können wir nicht bedienen. Wo geht's denn hier weiter? Ach, ich habe die Tür nicht gesehen. Okay, das kann ja mal vorkommen. Hier steht jedenfalls keiner. So, aber irgendwo muss hier einer sein. Die kommen hier doch bestimmt irgendwo aus der Wand gebrochen. Da zum Beispiel. Sprit ist immer gut, obwohl ich sagen muss, dass ich von der Brennstoffsparermod. Ich hatte die anfangs nicht gebaut, weil eine A20 gab es die ja auch schon. Was ist das hier, Alter? Und da war sie nun nicht so der Brüller. Hier scheint sie jetzt wirklich viel zu bringen. Hätte ich vielleicht doch bauen sollen. Aue! Mensch, bin doch gar nicht da reingelaufen. So, rein hier. Runter hier. Hallo, Olinkchen. Ach Mensch, immer die Damen des Hauses. Ich hab mich nicht mal vorgestellt, will nur nett plaudern und die sind immer gleich so aggressiv. Schlimm hin. Was ist das auch für eine Bude? Diese Bruchbude kenne ich ja gar nicht. Da liegen auch noch Herrschaften. Und wacht mal auf, da Mensch. Ach, da kommen auch noch Herrschaften. Okay. Das Quartett. Oh, den Ferauler Wurm. Den machen wir einen Abflug. Das Alenchen will auch noch mal. Und er auch. Alenchen lebt immer noch. So mag ich dich, Alenchen. So mag ich dich. Den nehmen wir mit. Eine überschüssige Pfeile bei mir ist zerlegen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir mit. Und hier haben wir noch mal Fahrzeugfertigung. Und... ja, oh, komm, schmeiß raus. Ich will eigentlich keine Steine mitnehmen. Gut, den hier. Gute Blaubeeren. Wo noch mal? Und das nehmen wir sowieso mit. Zumindest haben wir unsere guten Wiederbelebungsnachwirkungen inzwischen mal weg. Das ist doch auch was Schönes. Nach den drei nicht geplanten, aber doch sehr für mich unterhaltsamen Toten. Ich hoffe, für euch war das genauso unterhaltsam. Sehr schön. Darf ich noch essen? Nein. Aber ich sehe das wirklich. Hier ist zu, wir müssen hoch. Eigentlich immer, für mich ist Safe Days ein Spiel. Und ein Spiel soll in erster Linie Spaß machen, so sehe ich das. Und wenn ich halt Spaß an einem Tod habe, wie in dem Fall, weil völlig unvorbereitet da rein, dann ist es eben so, ne? Was ich nie verstehen werde, warum manche Leute sich über manche Sachen im Spiel gleich aufregen. Nett. Hallo Fleischi, du alte Bremsspur. Denn in Feraler Fond? Okay, das ist doch... doch, das, wir sind in der Befalde. Ganz viel Gessen, wir sind ja in der befallenen Quest. Okay. Das kommt ja mal vor, ne? So, jetzt haben wir aber genug geballert. Kostet zu viel Muni. So, kommt ihr jetzt hier mal raus da, oder was? Oder seid ihr runtergefallen? Die stecken im Schrank fest. Ich glaub's ja nicht. Zumindest die Alene steckt im Schrank fest. So, Jungs. Schafft ihr es nochmal? Knüppelt ihr unten rum? Oder wo seid ihr? Hier, eure Frau liegt ja schon. Nun kommt. Wollt ihr auch? Die sind runtergefallen. Natürlich. Ach, und sie klüpft sich durchs halbe Treppenhaus. Bitte. Hey, die klüpft sich hier durch die Wand. Der hätte doch nur hier rumgehen. Naja, Zombie-KI, ne? Zombie-KI. Aber es war ja doch eine befallene. Stimmt, ja. Was sind wir denn für eine Game-Stage? 67, weil sie fertig ist, ne? Verdammt. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Nein, wir haben ein Muni zu viel verbraucht. Den nehmen wir mit. Dafür haben wir andere Muni. Okay,
jetzt haben wir Plus gemacht. So soll das sein. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Können wir aber verkaufen. Die kann weg. Wollen wir hier noch so Schönes? Nimm mit. Und da gucken wir natürlich auch rein. Du bist mal wieder überlastet, mein Freund. Was soll man mit dem Müll denn? Mehr ist hier aber auch nicht, ne? Nö, hier kann man auch nichts looten. Aber das wird voll Flint, die möchte ich gerne mitnehmen. Gut, den mal zurück zu Jin. Mach mal runter da. Guck mal, hier liegt noch wertvoller Müll. Die brauchen wir nicht. Schön, schön. Gammelfleisch haben wir auch erstmal genug. Alles kein Problem. Auf zum Moped, oder? Ach komm, das, was hier noch rumliegt, brauchen wir eh nicht. Zurück zu Jin. Erstmal rein in die Kiste. Wir sind eigentlich gut in der Zeit, muss ich sagen. Sehr gut in der Zeit. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir für die Quest länger brauchen. Aber das passt, das passt. Umso mehr schaffen wir. Muni, so gesehen, haben wir eigentlich Plus. Das ist schön. Das können wir gleich mit verkaufen. Stoll geht hier drin. Der kann mit drin. Jo, die. Ich werde gleich mal gucken, aber ich glaube, die können wir verkaufen. Der geht rein, die können weg. Das geht selbst jetzt nicht rein. Und Bogen-Armbrustteile behalten wir mal. Für später einen Kompagnonbogen oder so. Trinkt man ein Schlückchen. Und den gucken wir einmal kurz. Wir haben nämlich diese dämlichen Stoffstiefel. Ich würde sie doch schon gerne mal vergleichen. Ja, gut. Warte mal. Zieh mal wieder an. So geht's einfach, ne? Diese hier haben doch tatsächlich eine Rüstung mehr. Die haben zwar weniger Haltbarkeit. Klar, weil das ein Zweier sind und das ist ein Dreier. Aber ansonsten sind sie gleich, ne? Die haben, außer dass sie eine Rüstung mehr haben. Ich glaube, ich nehme die Eisenstiefel. Sind wir endlich dieses Stoffgedöns da los? Den Hauren da. Sehr schön. Die kannst du anziehen und dann verkaufen wir die mit. Dann passt das doch. Nimm die Waffe aus der Hand. Schön, schön. Herrlich, herrlich. The name's Jenny. Eugene, hast du nicht. Okay, ich wollte gerade fragen, hast du vielleicht mal wieder Bücherpakete? Hat sie nicht. Dann nehmen wir Stoll. Jen, ich will Bücherpakete. Bücherpakete. Zwei Quests hast du nur noch. Zweimal abholen. I've got just the job for someone with your Piggy Bank? Dann gehen wir zu Piggy Bank. Hope to see you soon. Bücher und so haben wir bei ihr schon gekauft. Die hat sie aktuell nicht. Aber wir haben auch wieder zwei Fertigkeitspunkte. Mal kurz googeln. Wo waren wir überhaupt bei euch hier? Warte mal. Blitzhände. Wollten wir die komplett hochskillen? Dafür brauchten wir aber, glaube ich, Standhaftigkeit 10. Ne? Wollten wir das wirklich? Ich glaube, ich war erstmal bei Landleben dran, ne? Hier, glaube ich. Ja, ja. Chance 50% eine zusätzliche Feldfrucht zu ernten. Das Fertigen von Beeten kostet 50% weniger. Ja, damit wir so langsam die mal kriegen. Verdreifacht die Ernte von wilden und angepflanzten Feldfrüchten. Sehr schön. Dann haben wir das fertig. Dann können wir uns jetzt auch den Links um die Beete kümmern. Was wirklich zeichnet. Was sagt die Game Stage 68? Tote tun wir so, als wäre nichts passiert. Haben wir noch irgendwas zum Reinräumen? Ich wollte das verkaufen, ne? Oh, man. So, hau Stall rein. Geld kann er mal ran, ne? Gehen, hauen wir das erstmal hier mit rein, verkaufen den beim nächsten Mal. Wollen wir jetzt erstmal zu schönen Quests fahren. Die ist doch gleich da vorne kommen. Fahren wir mal gemütlich ein Ründchen zusammen. Geht doch auch mal. Mir geht's jetzt im Moment in erster Linie Essen. Jen will ich auch höher bringen, klar, aber das hat keine Eile. Mir geht's in erster Linie wirklich... Ey, sag mal. In erster Linie darum, endlich an die letzten Bücher zu kommen für die Arbeitsstation. Und es bestehen ja halt bei niedrigen Quests gut die Chancen, dass wir diese Bücherpakete kriegen. Ist jetzt gut mit deinem Trapez, Trampolin wollte ich sagen. Tampon. Gut, man kann ja auch mal versuchen, Mobbit als Tampon zu benutzen, aber ich glaube, das wird nicht so gesund. So,
das schöne Stück hier ist es, eine alte Bank. Wollen wir? Wir wollen, ne? Wir wollen. Die machen wir mit. Sehr schön. Wo ist denn die? Okay. Mach mal Ruhe hier. Wo sind die gespawnten Zombies? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann looten wir eben so. Normalerweise spawnen hier Zombies, ne? Der kann gleich weg. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Quest annehmen. Vielleicht geht das nicht, weil der zu Quest gehört. Jetzt kommen sie. Eben nicht. Na, Kumpels? Na. Das war vielleicht keine gute Idee, das zu machen, bevor ich die Quest mache. Ich darf hier ja nicht rauslaufen. Das kriegen wir schon hin. Er macht hier den Michael Jackson Moonwalk. Jetzt reicht's. Das darf doch nicht wahr sein. Immer. Das finde ich echt übel. Sobald man blutet, kann man sich kaum noch bewegen. Ne? Das ist echt übel. Jetzt reicht es. Jetzt ist ja auch dabei. Das ist sehr schön. Ich wollte doch keine Muni verbrauchen, Mensch. Da kommt noch jemand. Hey, misch dich doch nicht ein, Mensch. Kommen wir denn dahin? Ja gut, das sind alles nur hier. Ich wollte euch mal zeigen, wie man es nicht macht, wenn man einen Polizeiwagen anspricht. Was ist denn hier überhaupt kaputt? Der? Der, ja. Den Zyon, Schmerztablettchen kannst, bringt jetzt nicht viel, ne? Ne, wegen unserer Verstauchung und das. Das bringt jetzt nicht viel. Auf jeden Fall konnte ich ja eben nicht hier vom Gelände runter. Schön, 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 schön. Ach, ich mag solche Risikoaktionen. Muni haben wir schon wieder drin. Das können wir verkaufen. Und da will ich mal gucken, kriegen wir die... Hier haben wir überhaupt keine Mod drauf, ne? Dessen ist sie auch so schäbisch. Nein, kriegen wir nicht rauf. Land nach. Allgemein bin ich mit der Magnum absolut unzufrieden. Sag ich ganz ehrlich. Gut, den machen wir jetzt aber auch auf. Jo, Geld kann man immer gebrauchen. Und ich versuche jetzt an der Quest mal ein bisschen nicht so zu hüpfen oder mit einem kräftigen Schlag zu schlagen. Soweit es mir möglich ist, damit wir da unsere Verstauchung wegkriegen. Ja, ja. Nein. Oh Gott, Sorgen. Ich will die nämlich loswerden. Ich meine, das sind nur 4 Minuten. Also wird das natürlich nichts, wenn wir springen müssen. Was haben wir denn hier so Schönes? Wir sind auf jeden Fall in der Bank. Ist hier noch irgendwas? Hier geht's nur runter. Okay. Naja, immerhin Federn. Ich bin es gewohnt, den kräftigen Schlag zu machen. Aber gut, bei normalen Zombies sollte auch der normale Schlag reichen. Ist ja nur die paar Minuten, bis wir es da los sind. Da ist ein Toter. Der gibt mir die Tasche her. Wow. Weg. Was soll ich denn mit dem Cabby? Hier noch irgendwas, was man gebrauchen kann oder so? Auf jeden Fall scheint das hier in der Bank zu sein. Das ist auch schon mal schön. Hier liegen ein paar Steinchen, aber ansonsten... Es gibt aber auch immer noch nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, irgendwas, um Verstauchung zu beschleunigen, ne? Das war ja schon eine A20 der Fall, dass es das nicht gibt. Der Holby und der Stevie. Komm mal her, mein Freund. Gib Knibbel auf den Kopf. Bitte sehr. Der Holby kommt auch einmal hoch. Genau, Holby. Ich muss ein bisschen vorsichtig so hin. Ich muss meine Verstauchung wegkriegen. Schön. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen wertvollen Müll. Aber wir haben es auch fast geschafft. Das dürfte unsere Verstauchung hier definitiv erhöhen. Da müssen wir runter, wie es aussieht. Jo, okay. Bleiben wir, wo keine andere wollen, ne? Jo,
Gleich wieder auf 3 Minuten. Weht vor das Duhl, weht vor das Duhl. Hier können wir nochmal reingucken. Oh, Handwerksfähigkeiten, elektrische und Sperre. Ich weiß nicht, wo die Kollegen hier sind. Irgendwo sind sie. Ein bisschen Bläu. Du kommst mit. Gut, Chrysanthemen und Geld nehmen wir jetzt auch mal mit. Du kommst sowieso mit. Die Piggy Bank. Allein schon Piggy Bank. Ist das vielleicht eine Anspielung auf Piggy Bank? Auf jeden Fall, für diejenigen, die es nicht wissen, Piggy Bank ist ein... Ja, wie soll man sagen, schon fast eine Redaktion, ne? Sowas ähnliches wie Autorin, die drucken hauptsächlich Bücher. Ein Verlag, ich kam auf den Namen nicht. Ein Verlag ist das. Die machen hauptsächlich Komplettlösungen für Spiele und sowas. Aber halt auch Kinderbücher und so. Machen sie, glaube ich, auch. Bin da aber nicht ganz sicher, oder war das Pixel mit Kinderbüchern nicht? Muss zugeben, ich bin nicht so die Leseratte. Ey, misch dich da nicht ein, ja? Ich kenne mich da nicht so ganz aus, welcher Verlag welches Buch macht. Aber Piggy Bank kommt mir zumindest bekannt vor. So, da gehen wir gleich rein. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Guck mal, da sind noch Bücher. Hier sind anscheinend auch noch Zombienchen. Wo sind denn die guten Zombienchen? Oder war das draußen? Also ich meine, hören tue ich ihn. Sehen tue ich ihn nicht. Der knüppelt sich auf jeden Fall gerade irgendwo rein. Der ist ganz, ganz nah. Hallo, mein naher Freund. So, wir haben hier das Dummgewehre nochmal. Die können wir. Wir können zumindest gleich wieder einen kräftigen Schlag benutzen. Das ist doch auch schon mal was. Den haben wir hier. Gewehre. Geh mal her hier. Hier ist ja bestimmt noch ein zombiger Freund. Nicht? Hätte ich jetzt mit gerechnet. Hier haben wir Sturmgewehre nochmal. Der Tresor ist offen. Du kommst mit. Ansonsten ist hier auch nichts. So, kräftigen Schlag können wir schon wieder machen. Und laufen können wir auch gleich wieder normal. Das ist auch schon mal was Schönes. Sehr schön. Oh, guck mal hier, die ganzen Automaten. Und ein geldgieriger Shorty, der uns auf den Kopf fällt. Zusammen mit seinem Manager. So, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Den kannst du gleich trinken. Hast eh ein bisschen Durst. Und wir sind wieder vollständig genesen. Ich habe Beute mal aufgekloppt. Den sehen wir mal, was wir hier am Money kriegen. 852 und hier 1131. Money, money, money. So kann man natürlich auch Geld machen. Inzwischen sind wir auch wieder voll einsatzfähig. Ich glaube, hier hatten wir jetzt alles, ne? Hier gucken wir hier. Hier haben wir noch ein Täschchen. Naja, gut. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Am Anfang des Spiels wünschte ich, ich hätte sie nicht zerlegt. Mittlerweile brauche ich sie nicht mehr so dringend. Ach, die kleinen Angestellten-Toiletten, okay. Oh, ein Nagel. Ein ganzer Müllsack mit einem Nagel drin. Oh, haben wir hier noch? Oh, ein bisschen trübes Wasser. Fenster. Mal rein hier. Ist auch keiner? Oder die brechen gleich wieder aus der Decke? Das kennen wir ja schon. Na, guck mal, das Licht da drin. Wenn ich mich bewege, flackert das. Wenn ich stehen bleibe, nicht. Nicht schlecht. So, ein Maiskolben. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Döseli. Und da ein bisschen Koffeepulver. Nimm mit. Dann nimmst du auch mit. Alter Junge, was siehst du denn direkt neben der Tür? Das machen die Funpimps aber neuerdings sehr gerne. So Jumpscares einbauen, ne? Dass man sich einfach tierisch erschreckt. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Da geht es bestimmt zum Tresor runter. Oder hier. Oh, ist auf jeden Fall der Tresorraum. Na, wie viele Herrschaften haben wir hier rumlaufen?
Sehen tue ich jetzt keinen? Kann ich nicht Licht looten? Kann man auch sonst looten, die Briefkästen? Da liegt ein Halbi drin, ich glaub's ja nicht. Was macht Holbi denn im Schließfach, Mensch? Was ist denn dort hier? Nur Deko, okay. Die kann man ja sonst normalerweise looten, ne? Nö, ist aber nix. Mö. Ich will nicht wissen, was da drin alles so rumkriegt. Aber gut, essen wir erstmal schön Spaghetti. Die kommen von da vorne, die Herrschaften, wa? Jo, da ist der Stevie. Kommst du denn her? Mach einen Abflug. Hier wird nicht geplatzt, habe ich gesagt. Oh, Stevie, der schnelle Flitzer. Nee, nee, nee. Komm mal hier rausgebrochen. Wachmannbüro, wa? Den zoll ich mal her. Hier muss auch irgendwo unser Tischchen sein. Hier hinter irgendwo. Gleich mal gucken. Okay, die haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrmals gekriegt, ne? Dann zähl ich. Hier zähl ich den da. Da ist bestimmt gleich ein Holbi drin. Hier im Vorstuhl. So, Quiz wäre fertig. Aber den Hauptloot holen wir uns auch. Na, diesmal nicht. Dann war das bestimmt Captain Milchrotz zu viel. Auch nochmal ein bisschen Geld. Den können wir auch nicht looten. Das waren auf jeden Fall nicht alle Zombies. Zu 100% nicht alle Zombies. Was ist denn da los? Ach, das soll bestimmt so darstellen, dass hier Bankräuber versucht haben, sich von unten zum Tresorraum. Das ist nicht schlecht. Gut, den kann man sogar looten. Hier haben wir noch High-Power-Munition, die wir jetzt fertigen können. Okay. Aber ansonsten kann man hier auch nichts. Doch, den noch. Okay. Das haben wir schon. Mehr Schaden. Also 1% bei jedem Treffer. Mehr. So, schöne Muni. Dosen nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Schon wieder die? Ist weg damit. Ja, Schüsse in die Beine mit Pfeil oder Bolzen verlangsamen deine Gegner. Das doch ist schön. Die Tür ist immer noch zu, ne? Ja. Was haben wir hier denn so Schönes? Noch ein Spritzli. Das Dorf haben wir eh uns decken. Und das ist medizinische Handwerksfähigkeit. Der kann mal raus. Oh, ich glaube, Quiz abgeben bei Jane können wir aber knicken, ne? Hab ich so das Gefühl. Schulter nehme ich doch gerne mit. Warte mal, Schulter nehme ich doch gerne mit. Federn haben wir genug. So, jetzt nicht runterfallen. Modo nehmen wir auch gerne mit. Stoff raus. Jo, die zerlegen wir jetzt mal. Ist immerhin Eisen. Benzin muss mit. Auch wenn es nur wirklich nicht viel ist. Aber besser als gar nichts. Ja, okay. Das soll wirklich darstellen, dass sie für sich versucht haben, durch die Kanalisation in die Bank zu graben. Das ist nice. Okay, da ist nichts. Hätte ja sein können. Viel Schlossen. Habe ich irgendwo einen Schalter übersehen? Oder wie gedenken die Herrschaften sich das, dass ich da rauskommen soll? Schulter? Schulter? Ich meine, der sieht hier auch so... Oder das soll wahrscheinlich nur bedeuten, dass er gelootet hat. Ja. Hier kann man auch nicht looten? Nö. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier ein Schalter unter ist. Der Schalter muss da unten irgendwo sein. Wie soll man sonst hier rauskommen? Auch wenn ich hier, wenn ich mal ganz ehrlich bin, keinen sehe. Oder haben sie ihn vergessen? Dann gehen wir eben hier raus. Geht ja nicht anders. Der ist es übrigens nicht. Vielleicht hier beim Wachmann? Der hat doch gerade noch irgendwas aufgeleuchtet. Habe ich doch gesehen. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Schulter beim Wachmann. Vor allen Dingen sehr beengtes Beruf für den opulenten Mann hier, ne?
keine Ahnung, wie wir da den Gulli aufkriegen sollen. Wir können ja auch hier rausgehen. Das ist ja noch nicht so das Problem. Das wird schon alles klappen. Da ist garantiert irgendwo ein Schalter, den ich benutze, doof ihn zu sehen. Aber wir kommen hier schon raus. Koste es, was es wolle. Weil das garantiert der Ausgang ist. Weil hier ist nämlich alles zu. Wollen wir hier eigentlich hinter? Nein. Ja gut, das brauchen wir jetzt aber auch nicht zwangsläufig. Hätte ja sein können, dass hier hinter der Schulter ist, ne? Ist er aber nicht. Halt die Schotten auf. Gut, hier geht's runter. Ich will raus. Ich muss ich mich jetzt echt hier durchknüppeln? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, wa? Weil ich den Schalter nicht finde. Na ja, gut, dann haben wir uns kurz durch. So, Jen hat zwar zu. Das war zu erwarten. Dich haben wir. Aber wir werden trotzdem einmal zu Jen fahren. Einfach den wichtigsten Kram mitnehmen, was bei ihr rumliegt, bevor wir uns auf dem Weg nach Hause machen. Also alles halb so wild. Kriegen wir schon hin? So, hier haben wir noch unsere Kisten. Den müsste ich noch einmal gucken. Moped selber müsste leer sein, ne? Ja. Den erstmal alles rein, was geht. Sehr schön. Hier den Rest rein, damit ich aussortieren kann. So, der kann rein. Muni und so kann eigentlich schon drinnen bleiben, weil den nehme ich sowieso mit. Genauso wie Verkaufssachen. Und den müssen wir mal gucken. So, gucken wir erstmal hier. Muni, die kommt auf jeden Fall mit. Genau wie die Muni-Materialien. Wichtig, wichtig. Pflanzenstühle sind immer wichtig. Geld kommt wieder mit. Dosen und so haben wir eigentlich genug. Die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Trübes Wasser haben wir auch jede Menge. Genau wie Gammelfleisch und so. Das können wir später holen. Lehm wäre immer wichtig. Eisen und das brauchen wir auf jeden Fall auch immer. Genau wie Kohle, Plastik. Leder haben wir genug. Den Draht, ja gut, das bieten, das lohnt jetzt nicht. Zement nehmen wir mit und das Ei. Den nehmen wir die Verbände mit. Das ist ein Verkaufsmaterial. Hier ist noch Geld. Ist auch ein Verkaufsmaterial. Modo nehmen wir mit. Schulter nehmen wir mit. Messing kommt auf jeden Fall mit. Ja gut, ich kann gleich noch mehr mitnehmen. Ich will ja das gute Moped noch voll jagen. Hau rein alles. Dann dürfen wir noch einiges mehr mitkriegen. Damit hier nicht immer so viel liegen bleibt. Ich hoffe nur, das Moped verbraucht jetzt nicht mehr Sprit. Weil das wäre doof. So, können wir die Sachen jetzt auch noch mitnehmen. Der Rest, der hier noch drin ist, ist unwichtig. Den laden wir jetzt voll. Das packen wir dann alles zu Hause rein. So, mehr kriegen wir, glaube ich, nicht mit, ne? Hier, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Kann sein, dass ich irgendwie Sachen doppelt in der Kiste hatte. Jo, wie zum Beispiel die Federn. Aber ich glaube, das war das einzige. Style würde ich aber schon gerne mitnehmen. Dann haben wir lieber die Federn hier. Aber ansonsten ist auch nichts doppelt da, ne? Nein. Gut, den Rest holen wir den Speeder. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Bringt ja eh nichts Unriss. Jane Hand zu. Fahren aber am nächsten Tag nochmal her. Zu Hause sind wir doch auch schon wieder angekommen. Ein Träumchen. Naja, gut. Nicht wundern, warum ich jetzt schon wieder eine Verstauchung habe. Mich hat doch vorhin beim Losfahren. Ich wollte nur auf der Karte markieren, wo ich hin muss. Doch tatsächlich ein Alleinchen gewagt, vom Moped zu reißen. Ja, dadurch kommt die Verstauchung. Aline hat dafür bezahlt. Sie ist tot. Aber wir haben die Verstauchung. Zum Glück nur beim Knüppeln, nicht beim Laufen. Knüppeln brauchen wir jetzt hier zu Hause nicht. Hau die Samen rein. Den brauchen wir einmal Kochzutaten. Jo, aber ein bisschen sortierter, jo. Handwerk haben wir auch jede Menge. So, dann haben wir noch ein paar Baumaterialien. Ein Träumchen und hier Rüstungsgedöns haben wir auch jede Menge drin. Jo. Ein paar Döselis. Und ein bisschen
Getränke. So, der Reun. Hier, Nitrot. Aber hier doch jetzt ein Stack. Wollte ich doch gar nicht. Egal. Und hier eben, da kommt da Maisbrot mit rein. Das ist ja eher eine Kochzutat anstatt fertiges Essen. Und eigentlich, ich würde das ja schon als Munimatz bezeichnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jo. Gut, die Nacht ist aber auch noch im vollen Gange. Ich hol kurz den Rest aus dem Moped. Haben wir auch nicht einen Skillpunkt? Nö. Weil wir so wenig EP unten haben. Ich dachte, wir hätten mehr gekriegt. Alles raus. Bis auf das Geld. Das kann drin bleiben. Das brauchen wir noch. Und Wollemar. Gleich mal auszutieren. Die Sachen, die verkauft werden sollen, können auch gleich drin bleiben. So wie der da, sonst noch irgendwas drin? Möhne? Nö. Alles klärchen. Gut, gut. Den macht zu, die Schotten. Wir räumen die Chrom jetzt hier rein. Das ist ja wieder hauptsächlich von jedem was. Baumaterialien. Ein paar Rüstungs- und Waffenteulen haben wir nicht, aber Munimaterialien. Dann haben wir ein bisschen Medizin, zumindest Dosta. Muni muss ich mal gucken, damit ich nicht alles wegschaufel. Das rennen. Sonst noch irgendwas am Muni? Nee, ne? Nein. Ah, guck mal, aber Muni? So wenig haben wir gar nicht. Besonders 9 mm eine Menge. Und ich habe das Gefühl, 9 mm bringt mehr als diese verdammte Magnum. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Bergmaterialien. Oi, kommt da mit drin. Handwerk noch ein bisschen. Sehr schön. Und der Rest kommt hier erstmal in die Grabbelkiste. Inzwischen sind wir bei 161 Pflanzen. Dann ist schön. Stüchen haben wir auch. Schon fast zwei Reihen voll. Modo kommt mit drin. Der Scholl, der kommt erstmal mit drin. Dann sind wir wieder klaschiv. Aber wir werden jetzt die Nacht erstmal was zu Hause tun. Weil... Er soll sich ja nicht jetzt an Jens fahren. Den muss er erstmal aufmachen, die Gute. Ich denke mal, wir werden so langsam anfangen, uns unterirdisch auszubreiten. Wir werden unterirdisch bauen. Nützt alles nichts. Kommen wir besser voran. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.